Okay. Das bringt doch nichts. Jetzt rennt weiter. Mission ein. Okay. Wow, wieso sind die auf einmal hinter mir? Die waren doch eben ganz weit weg. Aha. Oh. Ich will euch nicht töten. Merkt ihr das nicht? Ich bin da nur auf einer Brücke lang gelaufen. Ihr müsst mich doch nicht töten. Steht auf Brücken lang laufen. Jetzt die Todesstrafe. Hallo. Ezio, du musst weiter rennen. Renn weiter weg, Ezio. Es steht die Todesstrafe. Oh, jetzt steht doch nicht im Weg, du Depp. Und hier stehen so viele rote Dinger im Weg. Und ich weiß gar nicht, wo bin ich hier? Oh, Mist. Ich glaube, ich laufe hier total falsch lang. Jetzt laufen die doch sowieso alle hier in Panik. Und ich laufe nur weg. Ich will euch doch gar nichts tun. Ich glaube, ich laufe hier gerade... Ah, ja, hallo? Wieso ist das... Lass mich doch alle in Ruhe. Ich habe euch doch nichts getan. Habt ihr schon mal gesehen, dass ich euch töten will? Okay, jetzt flüchten wir halt übers Dach. Mein Gott, da kann er ja egal sein. So. Buff. So, wissen die jetzt, wo ich bin? Ich hoffe nicht. Nana, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du kommst auch nicht auf die Idee, dass ich hier bin. Du gehst einfach weiter. Ihr habt keine Ahnung, wo ich bin. Ihr habt keine Ahnung, wo ich bin. Oh, waren die ätzend. Okay, merke, gehe nie über eine gesperrte Brücke rüber. Okay, Plan A erstmal wieder. Hier soll irgendwo ein Plakat von mir rumhängen. Das werde ich erstmal wieder runterreißen. Die müssen sie echt im Voraus gedruckt haben. Ich weiß ja nicht, wie die immer hier wieder auftauchen. Das ist echt schrecklich. So, da nicht. Da oben? Oh, das ist natürlich da oben. Wo sonst? Wer kommt denn so schnell auf die Idee, sofort hier oben ein Plakat hinzureißen? Ihr seht mich nicht. Ich habe nur ein Plakat weggenommen. Jetzt geh runter, Schatz. Geh einfach runter. Danke. So. Jetzt gehen wir wieder auf den... auf das Ausrufezeichen ganz vorsichtig hin. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine ganz, ganz verzwickte Mission hier wird. Weil das hier ist... Hier laufen so viele komische Leute in roter Kutte rum. Das ist doch echt schlimm. Haben sie sich früher wirklich so damals angezogen? Schlimm ist das. So, apropos, ich kann mal wieder das Rad einschalten. Ich muss auf jeden Fall mal Medizin schlucken. Nochmal. Und jetzt bin ich wieder geheilt. Und hier irgendwo soll ein Arzt rumkreuchen und fleuchen. Hier. Nein, du sollst nicht das Pferd rufen. Du sollst mit dem Typen reden. Akut. Was? Medizin? Auffüllen? Kaufen? Akzeptieren? Wieso ruft er immer das Pferd, wenn ich mit dem Typen reden möchte? Das ist doch... Warum haben sie es auf die gleiche Seite gelegt? Das ist doch... total unauffällig. Ich frage mich, warum sie das auf dieselbe Taste gelegt haben. Das ist die schlimmste Eigenschaft in diesem ganzen Spiel. Rufe ein Pferd auf E. Spreche Leute auf E an. Juhu! Total verwinkelte Gassen hier. Und da sind wir wieder. Mission, die gehört... Okay. Der erfüllt gerade die Mission. Das ist ganz nett. Da müssen wir hoch. Ja, wie kommen wir denn jetzt am besten hoch? Und an das Allerwichtigste an, den Wachen vorbei, ohne... ohne irgendwie Stress zu bekommen. Das ist doch irgend so ein Bischof-Ting, oder? Oh nein, die Wachen werden schon wieder auf mich aufmerksam. Ich schleiche mich mal hier in die Menge rein. Wieso werden die Wachen jetzt schon auf mich aufmerksam? Hier stehen doch ganz viele Leute rum. Okay, wie soll ich da bitte schon hochkommen?
Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Opponente oder gehbehinderte Bettler werden gebeten, nicht direkt vor den Türen der Gotteshäuser von Rom. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ein neues Gesetz schreibt einen Mindestabstand von 3 Schritten vor. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von... Komm, jetzt geht er bitte durch. Oh, danke. Okay, wo muss ich eigentlich hin? Ich frage, da oben muss das Ausrufezeichen sein. Aber da komme ich doch niemals hoch, ohne dass die Wachen mich entdecken. Okay, dann muss ich das gleich mal irgendwie versuchen. Das ist doch hier irgendwo. Das ist doch bestimmt irgendwo oben. Ach, da ist es. Okay. Oh, jetzt habe ich den beklaut. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. So, Mission. Ins Umfeld der Engelsburg eindringen, um den Papst, den päpstlichen Gemächern konfrontieren. Und den Papst in den päpstlichen Gemächern konfrontieren. Okay, dann konfrontieren wir mal den Papst in den päpstlichen Gemächern, damit das total doof ist. Scheiße. Was soll ich das denn machen hier? Du siehst mich nicht, ich bin einfach nur ein... Fehlgeschlagen. Nicht entdeckt werden. Okay, komm. Ich bin nicht entdeckt worden, mein Gott. Ja, los. Leiter hochklettern, danke. Ja, ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, da oben. Okay. Du siehst mich nicht. Mist, da ist noch so ein Typ, der mich nicht sehen darf. Der wird mich doch hundertprozentig gleich sehen. Der dreht sich doch bestimmt um, bevor ich bei ihm bin. Butsch. Okay, doch nicht. Okay, dann beklaue ich ihn jetzt aber erstmal. Okay, jetzt meine Viecher haben wieder Mission. Meine Viecher, sag ich schon. Meine Leute. Sind dabei, von Mission zurückzukehren und ich habe gerade überhaupt keine Zeit, irgendwo hinzugehen und, naja, wenigstens habe ich sie jetzt wieder da. Bei. So, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Bei meinem Talent muss ich doch da irgendwie jetzt raufklettern. Okay, kletterst du hier rauf? Gut. Kletter, kletter, kletter. Ja, ich muss hier raufklettern. Und wenn ich es richtig sehe... Ah, nee, ist nur so eine kleine Strohpuppe. Okay, jetzt läuft da ein Typ mit einem Pferd lang. Ist das nicht unser Typ? Unser? Nee, das ist der Cicero. Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Ah, scheint sauer zu sein. Geh mir aus dem Weg! Er wird natürlich nicht angegriffen, weil er irgendeinen komischen, Weg lang gelaufen ist. So. Da ist ein Typ auf dem Dach. Was können wir denn dagegen machen? Wurfmesser. Können ja helfen, ne? Wie war das nochmal? F? Okay. F hat funktioniert. Wir gehen mal wieder auf den Heuhaufen zurück. Jetzt gehen wir in den Heuhaufen rein. Danke. Weil da vorne habe ich noch einen gesehen. Die Klinge. Wir laufen erstmal auf der Seite. Da kann er uns vielleicht nicht so schnell sehen. Obwohl, wir müssen ja eh da lang. Dann lassen wir den mal den sein und klettern wir hier lang. Gucken wir mal. Wo ist denn das Ding? Das muss man doch von hier sehen können. Das muss auf jeden Fall irgendwo da drüben sein. Okay, dann laufen wir doch mal den normalen Weg lang. Ich hoffe, hier ist nur einer. Und Ujra! Okay, hier ist wirklich nur einer. Und wieder beklauen, damit wir wieder vollständig sind. Uff. Okay, der läuft gerade in die Richtung. Da laufen wir jetzt mal ganz schnell hinterher. Können wir nämlich uns hier vorne wieder verschanzen. Jetzt gucken wir nochmal. Da vorne stehen 4. Ich glaube, da sollen wir nicht hin.
Gucken wir mal kurz hier. Aha, da leuchtet die Tür. Da müssen wir hin. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir da hin? Da vorne ist noch einer. Da vorne müssen wir lang. Gut. Na, das ist ja unschön. Da müssen wir im Endeffekt hin, um die Tür da zu erreichen. Okay. Ja, kannst du da nicht rüberspringen? Genau. Und darüber springen und darüber springen. Darüber springen und ganz schnell darüber springen und dann dich hier vorne hinstellen und dann hoffen, dass der Typ vielleicht uns nicht sieht. Den würde ich ja gern noch. Komm, den killen wir noch schnell. Allah! Und tot. Du wirst mir nicht mehr meinen Alarm schlagen. Und wieder was gelernt. So, gehen wir mal ganz schnell hier runter. Gucken uns hier mal ein bisschen. Okay, da sind gerade Soldaten. Und dann müssen wir da vorne gleich eigentlich nur hochlaufen. Das ist auf jeden Fall der Plan. So. Okay. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Die habe ich gesehen. Kommt er zu mir rüber? Okay, ich muss mir das. Ich habe ein Problem und das muss ich ganz schnell loswerden. Komm, es war doch F drücken. So, jetzt ist das Problem nicht mehr mein Problem, aber trotzdem. Waffe wegtun? Naja, du wirst die noch wegtun, ne? Also es ist jetzt gerade unpraktisch, dass er die Waffe noch in der Hand hat, finde ich. Aber hier und da kommt nichts. Also rennen wir jetzt ganz schnell hier hoch. Weil da oben müssen wir hin. Gut. Dann gucken wir mal, ob der Papst zu Hause ist. Ich fürchte nicht. Oh, der Papst wohnt aber ganz schön ekelhaft hier. Naja, mal gucken. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Der Papst hat Familie? Moment! Das haben sie doch nicht ernst gemeint gerade, oder? Der Papst hat gerade Familie. Wir haben gerade von Familie gesprochen. Stopp mal, du musst doch hochkommen. Okay, das schafft er noch nicht, aber wir finden schon noch einen Weg, hier hochzukommen. Vielleicht hier so an der Seite? Nein. Aber da ist so ein... Hier vorne irgendwo... Ah, okay. Mission Verräter ist positiv ausgekommen. Keine Ahnung. So.